Ho, 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 meine Kiddies. Heute sind wir wieder dabei. Bei der guten Backen mit Nils. Schauen wir mal, was sie mitgebracht haben. Wir haben hier einmal Eier. Den haben wir ein paar Streusel. Und vielleicht sieht man jetzt sogar schon das, was wir backen wollen. Puderzucker. Die in den braunen Zucker. Wo sind hier? Und hier ist der Diamantmehl. Das ist auch Diamantmehl, ja, Weizmehl. Dann haben wir hier ein bisschen Vanillezucker, glaube ich. Ein bisschen bunte Farbe. Ja, nix. Ja, wie wir sehen, heute wird Kekse gemacht. Du mit deiner Kochschürze und deiner Santiago-Weihnachtsmütze. So, wir machen heute Weihnachtsplätzchen, wie man sieht. So, und da heißt es, die weiche Butter. Die weiche? Ja, die ist bestimmt. Ist weich, ist sehr weich. So, er sagt hier für 20 Stück 250 Gramm Butter. Was hast du hier? 250 Gramm Butter. Das ist einfach das ganze Paket. Das ist einfach das ganze Paket. Natürlich. Da. Ich hoffe, ich krieg das dann. Ja, lieber vielleicht nicht schlau, die in den Kühlschrank zu stellen. So, wie viel 250 Gramm Butter? 250 Gramm brauner Zucker. 250 Gramm. Oh shit. Ja, eine kleinere Packung habe ich nicht gefunden. So, dann haben wir aber 500 Gramm beim nächsten Kilo. Aber das haben wir alles da, können wir abmessen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an unsere krassen Waage, die beste, die es gibt. Dann könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das ist, wenn man sie benutzen kann, dann ist... Ja, das bewegt dich. Es ist die beste, egal was ihr macht. Mann, er lässt sich... Modern. Kann ihn nicht resetten auf diesen Zero. Schon lange nicht mehr benutzt worden hier. Ein bisschen Butter dran macht, dann schmiert das wieder besser. Echt so ein bisschen wie die Fertig oder so. Ja, guckt euch das an. Lecker zu. Das, Alter, 250 Gramm soll er rein? Was? Was ist die Anzeige denn überhaupt? Hier auf meine 200, das ist 200 Gramm. Was zum Teufel? Guckt ihr an, wie viel Zucker das ist. Das ist Zucker. Das ist Zucker, ladies and gentlemen. Das hat er erkannt. Oder auf lang, ne? Warum? Ein ganzes Stück Butter beim Essen, ey. Du hast vergessen, man muss die Butter noch frittieren vorher. Ja, stimmt. So, dann kommen zwei Eier da rein. Wir haben dann 6. Schön aus der Freilandhaltung und aus der Region. Von glücklichen Hühnern. Von glücklichen Hühnern. Oh, Shida, laha. War ein bisschen kräftig. Bup. So, echt nur zwei Eier? Mehr nicht? Ja, wenn es da steht. Ich weiß das doch nicht. Ja, ich mache auch, dass das drauf steht und manchmal nicht. Na, hab ich gekleckert. Ich hab die gekleckert. Auch meine Dry. Mit Mehl auch niemals sparsam sein. Oh, warte. Es gibt echt 2 Millionen Plätzchen, aber. Nee, 20. Das sind echt nur. So. Das werden für 20 Plätzchen sein. Nur. Packung Vanillezucker, das ist hier. Schön ganz normales Vanillezucker, wie man es kennt. In den haushaltsüblichen Regalen. Im Supermarkt. Haushaltsüblichen Regal. Super. Ich hab schon echt so aufgewandt. So, was? Kein Kommentar darauf? Ja, ich wusste nicht, ob ich es doch kommentieren soll oder nicht. Oder lieber nicht. Weil das wäre so ein typischer Nils. Das war so ein typischer Nils-Move. Ja, ich will gucken, wofür der Puderzucker ist. Beide Tage auf. Vielleicht zum Drüberstreuen nachher. Ja, denke ich mir auch, aber wieso 200 Gramm? Ey. Da hier den Puderzucker mit etwas Wasser zu einem dickflüssigen Zuckerguss. Ach, ja, Zuckerguss. Das siehst du, dann brauchen wir endlich. So, wir haben kurz die Hände gewaschen und jetzt kneten wir den ganzen Kram, den wir gerade reingeschmissen haben, schön. Ja, um. Ach, so fühlt sich Diamantendingsbums an. Okay, I understand. Oh, Alter. Oh. Deine Butter, Mann. Deine Butter. Deine Butter. Guckt sie an, Alter. Die Butter, die muss ich da unten rausgraben. Ja, ich hab's bald. Also jetzt kommt der Teig langsam so, wie es sein soll. Er wird teigartig. Aber ich hab unten noch echt viel... Butter. Nee, die habe ich tatsächlich endlich mal mit meinen kräftigen Armen besiegen können. Die ist richtig schön. Aber hier, Alter, guck mal, das ist schon ein richtig geiler Teig, ey. Oh, guckt's euch an, ey. Das ist schon richtig geiler. Ja, schön. Wird die ganze Küche geschleudert. Mix ich ihn jetzt noch richtig schön kräftig. Das Ding ist komplett zersplittert. Eine ganze Wand voll geflasht. Oh. Ey, aber da ist so viel Zucker drin. Ich spüre jeden einzelnen Zuckerkristall. Ne? Das ist richtig schlimm, ey.
Krieg schon Karies vom Angucken. Ich spüre echt jeden einzelnen Kristall. Doch, fertig oder was? Ja, jetzt hier, Moment. Ich gebe hier nochmal kurz ein bisschen ein paar luftige Knetmasseneinheiten hier. Ich habe irgendwo mal gelesen, das soll gut sein. Wenn du das normale knetest, hast du bald wieder Butter. Aber ich meine, es ist nicht so gang widersprüchlich wie am Anfang. So, und da soll ich jetzt laut Rezept zwei große Stücke rausnehmen. Ich mache aber vier, fünf, weil wir haben hier vier verschiedene Farben und dann halt einfach noch mal neutral. Und deswegen mache ich da irgendwie draus ja, fünf Teigteile, ne? Hoppa! Hoppa! Junge, ich platsche. Ich kann so eine Pizza draus machen. Warte. Das geht doch nicht. Ich saß da gleich auf dem Boden landen. Ja, oder ich meine, Decke. Das war's für heute. Das nächstes Mal wieder. Mit heißen Backen mit Nils. So, da sind wir auch schon wieder. Wir haben jetzt gerade eben, wie gesagt, kurz halbiert, weil wir wollen jetzt noch einfärben. Das mache ich alles hier in meiner Schüssel. Dann nehmen wir uns jetzt ganz schnell und wunderbar. Welche Farbe möchtest du denn als erstes? Wir nehmen als erstes für die Tannenbäume grün. So, dann haben wir einfach die Lebensmittelfarbe hier in unserem Teig rein. Ein bisschen hier vorlöchern, aber ist schön. Lebensmittelfarbe, beste. Und? Ja, sieht aktuell grün aus, ne? Mit ein paar Stiche noch normal, aber. Ein Türkisstich? Ja, aber der klebt so, Alter, der klebt richtig bestialisch. Wie soll ich den von meinen Fingern abkriegen? Nachdem wir hier unseren Teig aufgeteilt haben, also wir haben einen kleinen blauen, der auch ein paar Reststücke bekommen oder da gerade noch ein Stück Plastik drin gab. Rot, grün, gelb, was eigentlich aussieht genauso wie der normale Teig, aber er ist leicht gelb. Die kommen jetzt für 20 Minuten in den Kühlschrank und dann werden sie weiterverarbeitet. Eine Ewigkeit später. So, wir verteilen jetzt gerade so ein bisschen unseren Mehl. Also wir haben jetzt ungefähr 20 Minuten ziehen lassen im Kühlschrank, gehen lassen, sagt man auch. Und das sollte man auch ruhig machen. Weil wenn ihr es nicht tut, dann könnte der Teig beim Backen nachher brüchig werden, kaputt breaken oder. So, was wollen wir als erstes denn verarbeiten? Was hättet ihr? Ich hätte als erstes gerne die Tannenbäume. Also grün. Willst du nicht gleich ein Backblech rauslegen, dass du es direkt drauflegen kannst? Ja. Ja. Wollen wir irgendwas zum Rollen? Nehmen wir eine Flasche oder so. Das ist eine vorgeschnibbelte? Ja, Mann, das ist eine vorgeschnibbelte. Das andere macht auch gar keinen Sinn, ey. Ich hasse nicht geschnittenes Backpapier. Pack den nach vorne, damit ich auch was sehe, was du da machst. Ich muss ja erstmal irgendwie mein Teilchen noch. Ja, dann mach das doch. Ja, ich suche gerade was. Hier beste Tricks, falls ihr selber so einen Roller nicht habt. Ich sehe ja schon schief gehen, Alter. Vielleicht ein Gegenstand. Ja, was soll jetzt passieren? Ich kriege jetzt ein paar Abdrücke. Naja, die Flasche geht auf. Nein. Verteilst das ganze Öl darüber. Nein. Mach ein bisschen Öl an das Ding dann. Öl, ja, mach ein bisschen Mehl an das Ding, dann klirrt das nicht. Hast recht. Ich glaube, das ist kein normales Mehl. Ich glaube, das ist echt so ein fortgeschrittenes Mehl. Fortgeschrittenes Mehl, ja. Gehen wir es einfach mal so lang, ne? Das schmeckt ja näher, komm. Eins. Nee, ich kaputt gehen. Nee, oh, ich habe ihn schon aus. Guck mal. Oh. Gestretched. Ich habe ihn gestretched. Lass los. Last Christmas. I gave it your heart. Last every Christmas. Next day. You give it away. Hast du schnell aufgeguckt? Kann ich nicht mehr. Du musst echt, glaube ich, ein bisschen Weihnachtsmucke mit da gut reinklatschen, oder? No copyright, Last ja, Christmas. Echt. Ja. Ja. Es muss ja nicht Last Christmas sein. Metal-Version davon. Metal-Version Last Christmas. Erreicht, danke. Das sieht immer so... Kannst weitermachen. Ist mir schwindelig. Ja, Ausstanzen ist immer so... Deswegen hat man Kinder, glaube ich. Ich glaube, das ist der Grund, warum man sich Kinder holt. Das wird der Grund. Das ist der Grund. Schatz, wir brauchen Kinder. Hä? Wieso? Künstliche Arbeitskräfte. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit auszustanzen. Wir brauchen Kinder. So, wir haben jetzt ein paar Tannenbäume ausgestanzt. Ein paar ist gut. 200. Jetzt kommen wir halt noch mal kurz zum den normalen Teig, den wir nicht eingefärbt haben, um euch zu zeigen, was wir eigentlich vorhaben. Mit unserer wunderbaren Nudelrolle hier.
Na, ich glaube, der ist jetzt in der richtigen Sorge. Wir haben jetzt keinen großen Kreis, deswegen haben wir jetzt uns so eine Schablone genommen. Das ist einfach ein alter Deckel. Und wenn ich jetzt einfach pauschal mit dem Wissen, was wir überhaupt vorhaben, zwei, drei Kreise oder drei Stück kriege. Da kriegen wir ja im Leben nicht genug raus. Nee, du vergisst ja auch, dass du jetzt da aus dem Kreis noch was rausstandst. Ah ja, reduziert sich die Masse ja auch wieder. Ich wollte gerade sagen, das ist ja wieder mathematisch korrekt. Ja. Dann nehmen wir uns den Tarnbäumchen, positionieren ihn so, wie wir es für richtig halten, Ladies and Gentlemen. Hoffen, dass er jetzt mit rauskommt. Scheiße. Gucken, dass ich ihn da irgendwie mit rausbekomme. Wenn ihr seht ja schon, das wären so eine Kreisplätzchen im Endeffekt. So, lass mich gucken, dass ich die halt heile. Nee, ich glaube, ich muss sie hier schon reinbauen. Aber dann kriegst du von da nicht aufs Blech. Doch, weil ich sie dann hier so ein bisschen platt dran drücken kann und dann kann ich sie wegnehmen. Die ist jetzt regelmäßig Gefahr höher, dass es auseinanderfällt. Ja, stimmt. So, deswegen lass mich mal machen. Ich mach das schon. Ja, du machst das. Du bist die Kitchen Queen. Ich bin die Kitchen Queen. Was möchte ich denn irgendwie noch heile reinbauen? Und jetzt klebt das Ding am Tisch fest. Ja, das tut safe ein bisschen kleben, aber... Ich habe jetzt einfach die Gefahr nicht, dass mein Kreis kaputt breakt. Oh, scheiße. Das ist so. Peace. Ah, schade. Aber ey, fast. Ein bisschen hier nochmal schick machen. So, so ungefähr hatten wir uns das gedacht. Da können wir jetzt verschiedene Arten, halt noch Kreise, Sterne, Herze noch reinbauen. Reifen, wir haben noch Reifen. Und das machen wir jetzt. Und dann, wenn wir das Blech fertig haben, dann zeigen wir nochmal, was wir gemacht haben. Und dann, ja, bis gleich. So, da haben wir unsere 6-9 Plätzchen, meine ich, die wir jetzt nach dem Schema des Rezeptes gemacht haben. Deswegen groß ausstanzen, einbauen. Wir versuchen es jetzt, wir backen jetzt, das ist unsere erste Tour, dann haben wir halt noch ganz viele kleine und halt ein bisschen Reste. Richtig viel Teig. Mit dem wir dann halt, ja, wir haben noch richtig viel Teig. Mit dem wir dann halt gucken, was wir daraus machen werden. Hier sind unsere ersten Touren. Die sind zwar noch irgendwie so ein bisschen weich, also nicht wundern, aber es hieß so, die sollen rausgenommen werden und komplett abkühlen. Und in der Zeit wollte ich jetzt halt ein bisschen den Zuckerguss machen. Der hieß halt ein bisschen Puderzucker, ein bisschen Wasser, wie viel Wasser steht nicht drauf. Deswegen mache ich jetzt einfach pauschal so ein bisschen was rein und guck. Boah, dass das so einfach geht, boah, Leute, habe ich noch nie gemacht. Das kommt dann einfach noch da drüber. Ja, da kannst du halt drüber machen, dann kannst du halt hier ein bisschen Streusel drauf machen und wie du halt Bock hast. Aha. So, nehme ich jetzt Pinsel, ich nehme einfach hier den Löffel und werde jetzt gucken, dass ich da irgendwie, ups, den Rand mit bestreiche. Ach, scheiße, er hat schon getrocknet. Auch rauf, den Kram. Ja, ich will ihn gleich noch platt drücken, weil er schon angetrocknet ist, die Glasur. Also das muss schnell gehen, weil, guck mal hier, der hält da nämlich gar nicht mehr auf dem Herz, den ich als erstes gemacht habe. Ich dachte jetzt, wenn ich den jetzt hier rübernehme und da so ein bisschen reindrücke, dann kriege ich das noch ein bisschen gerettet. Ja, das sollte machbar sein. Und jetzt anhebe. Und sie auf den anderen fallen lasse, habe ich noch so mehr oder weniger wieder den Tannenbaum frei. So. Scheiße. Aber er hat es überlebt. Ja, die halten gut was aus. So, ich habe jetzt hier einen kleinen Keks. Sie sind fertig, sie sind abgekühlt. Wir haben sie ein bisschen bestückt und ich probiere jetzt mal. Kann man das hören, dass sie knusprig sind? Schon, ja. Ja. Boah, schmeckt richtig süß, ne? Du hast ein paar vor dir. Ja, also das sind Zuckerbomben pur, das reicht jetzt für das Ende des Jahres. Der Teller ist fertig und ist noch ein ganzer Schwung. Na, für die ersten Kekse des Jahres schmecken echt super. Machen wir eine neue Rubrik, weil wir backen ja jetzt. Das kann ich ja schlecht mit Kochen vergleichen. Das kann ich ja schlecht mit Schuschuschka. Ja, du sollst es ja auch nicht damit vergleichen. Sondern was ich muss es ja mit etwas vergleichen, deswegen will ich eine neue Rubrik aufmachen. Ja, dann jetzt backen mit Nils, keine Ahnung, mir egal. Nee, dann würde ich also nicht kochen mit Nils oder backen mit Nils. Es ist egal, du hast sowieso keine Referenz dafür. Nö, eigentlich nicht. Egal, wie du es nennst. Ich gebe ihnen eine 6. 6 oder eine 6,5. Ich bin mir... Ja. Ich bin nicht bang, was ich noch so erwarten würde, wenn wir so an Sachen backen. Es bezieht sich jetzt auf Backen, nicht Kochen. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen, was wir heute so gemacht haben.
Und ich hoffe, ihr seid auch fleißig am Backen dieses Jahr. Aber sind echt gut. Sind echt geil. Aber ey, Zuckerbomben pur, ne? Ein bisschen aufpassen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich, dass ihr mit reingeschaut habt. Vielleicht backt ihr dafür eure Großeltern oder Eltern oder eure Kinder, man weiß ja nicht, ein paar leckere Kekse. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Bis dahin, euer Nils. Ich fahr falsch, ist aber so. Guck mal, wie traurig der aussieht. Und diese Kekse hier sind schon echt pornös. Mein Schwanz ist kaputt. Kann man vielleicht in der falschen Zusammensäule ein bisschen falsch deuten. Meiner wird aber mein Dick. Das macht mich besser. Mein gebackener Dick. Okay. Das macht auch nichts besser. Ich kann aber nicht auch.